Nach Pups von Frisches, genau, Mappa, genau. Dann habe ich mir noch mein Weingläsle geholt, weil ist ja Sonntag, ne? Also passt alles. See you. Essen. Was gibt's Geileres als Essen? Mehr essen. Genau. Warum? Ja, ich will das auch haben. Die ist süß. So klein. Die Motte? Mhm. Dann gibt's ein Shadowlands. Oh. Bitte löse noch weitere 24-Stunden-Streams ein. Ansonsten, ich kann ja was zeigen, was du heute vielleicht noch bekommen kannst. Echt? Oh. Hm. Lass überlegen, was gibt's denn hier in Falling Crusades? Pups ist eine sehr glimpfliche Umschreibung. Oh, Frisches. Diese Käse-Dinger sind so geil. Nein, mein Käse klebt am Brett. Egal. Habe ich noch mal ein Stück Käse für mich. Ein Pups, ja. Da gibt es aber auch sehr feine graduelle Abstufungen. Ja. Oh, über Windstärke und Richtung. Oh Gott. Ne, eine Sturmböe ab, ne, die knallt schon. Und richtig. Intensität. Pups der Stärke 1,2. Genau, wir brauchen 2,4. Ich liebe Käse. Pups der Sterne. The Lord of the Poops. Der Herr der Pupse. Auf Frisches. Ja, der eine ist sie alle zu benebeln, ins Dunkel zu treiben. Ach ja. So. Du musst gleich sagen, wo es hingeht. Falken-Dingsbums hier. Falkenpups, okay. Ja, Falkenpups. Nein. Du bist so schnell. Wollen Sie noch auf Folgen gehen? Ja. Das war aber klar. Es gibt nur einen Herrn des Pupses und der teilt seine Gase nicht. Der ist gut. Der teilt seine Gase nicht. Mächtiges Badabum. Das ist aber schon ganz schön egoistisch, ne? Ja, ne? So ein bisschen. Der teilt seine Pups nicht. Ja, der Vater furzt, die Kinder lachen. So kann man günstig Freude machen. Also ihr Lieben, ich muss euch aber leider schon wieder verlassen. Lasst uns im Stream aber die Nacht laufen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und brav bleiben. Hab euch lieb. Danke, Mappa. Wir dich auch. Und vielen lieben Dank. Dein Lurk. Ja, gute Nacht, Mappa. Das Nächtle. Schlafen Sie gut. Gut und friedlich. Mhm. Oder friedlich und gut. So. Ich muss einmal kurz aufmachen. Mm-hmm.
ist da unten, ne? Hier. Bei der Macht des Pupses. Ich habe die Kraft. Bis hoffentlich bald. Würde mich freuen, Mappa. Nichts annehmen, was man schon hatte, bitte. Da muss ich mich gerade selbst dran erinnern. Jetzt haben wir die Quest, säubert das Ritual, da wo wir nicht gegen. Stopp, das Säuberungsritual. Erste Mal, dass ich die Quest habe. I'm singing in the rain. I'm singing in the raining poops. Ja, irgendwie so, ne? Glory und Feeling to be happy again und so. Ja, genau. Ich glaube, irgendwie so geht der Text. Irgendwie so eine Mischung aus den Worten. Irgendwie sowas. Ja, es kommt dem nah. Es kommt dem nah. So. Irgendwas. Achso, ja, den Altar da. Ein Stück Stein da vorne, da müssen wir hin. Ach da, wir haben gehaut. Ich hab schon wieder Schleim angezogen. Was passiert, wenn man so eine heiße Schnecke ist? Ich sehe keine Schnecke. So. So ein Kristall haben wir hier. Da, Signalstein. Der tut jetzt was? Da hinten. Ah ja. Ich hab da was entdeckt. Schadenaugen. Legolas, was sieht deine im Auge? Ich bin einer Elfe würdig. Glaube ich. Richtig. Ich finde die Hörner da immer noch cool, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ich glaub, die hab ich selber, ja, ich glaube, die habe ich selber gar nicht. Ja. Die Gerechtigkeit. Yay! Fertig! Badabam! Mächtiges Badabam. Mächtiges Badabam. Ich hab irgendeine Fliegendings-Quest. Die ich nicht abbrechen Ach so, kann. Achso, ja, wegen Fluglehrer. Die ist nicht so schlimm. Okay. Wir lassen die einfach mal etwas vergilben. Okay. Vergessen. Oh
So, wie machen wir das denn jetzt? Wollen wir die Quest dann vorlesen? Ja, müssen wir aber alles wieder löschen. Ja, das ist, kriegen wir, glaube ich, hin. Also hier, Höllenfeuer können wir, Dingsbums können wir abbrechen. Hier, die Höllenfeuerbefestigung. Achso, ja, das habe ich schon lange. Die Dame schon. Was haben wir denn da? Haben wir irgendwelche Geh von links nach rechts Quests? Nee, ne? Nö. Ich würde sagen, wir brechen einfach mal ab und dann lesen wir das Stück für Stück da durch, oder? Okay. Also das ist ganz dir überlassen, ne? Wie du magst. Okay, also ich lösche erstmal alles, ne? Ja, damit wir wissen, wo wir die her haben. Okay. Ein bisschen dauern. Das mache ich dann auch mal. Pass auf, gleich kommt. Nee, sie dürfen die Quest nicht mehr annehmen, weil sie ist ja gerade abgebrochen. das war böse. Ja, sie haben die Quest abgebrochen, abgelehnt. Hätten sie sich anders entscheiden können. So, alles, was wir hier haben, breche ich erst einmal ab. Jetzt habe ich nur noch das Reiten. Das ist komisch umständlich, aber ich nicht weiß, wo wir was her hatten. Na, hier fängt es auf jeden Fall an. Na, das ist ja der erste Ort, wo wir ankommen. Und dann, ja. Ich glaube, das sind immer die ersten Dudes. Willst du, so ich? Wir machen mal einen Wechsel, oder? Du, die männlichen, nicht die weiblichen. Das geht auch. Ja. Dann fangen wir an. Soll ich anfangen? Ja. Mit Igien? Igien. Huch, ich muss erstmal nähern. Ja. Nicht vergessen. Der Umbra-Fehlenstamm. Die Naga sind furchtbar. Ja, aber noch schlimmer sind die verräterischen Stämme der Zerschlagenen und Verirrten, die ihnen geholfen haben. Die schlimmsten von allen sind die Verirrten des Umbra-Fehlenstamms. Sie benutzen dunkle Magie, um andere zu fangen und zu versklaven. Sie sind besonders grausam zu entflohenen Sklaven und würden mir die Kehle durchschneiden, wenn ich die Zuflucht auch nur für einen Tag verlassen würde. Reist nach Umrafen im Süden und tötet sie und ihren Anführer, Kataru. Bis dahin werde ich jeden Tag um mein Leben bauen. Die Questziele brauchst du nicht. Hä? Die Questziele brauchst du nicht. Nur alles also, darüber. Nee, Questziele, ja. Okay. Ja, ich meine nur nicht, dass wir dann vorlesen, wie viele wir von den XY töten müssen. Elun sei mit euch. Okay. Und die Seen der Zangemarschen werden langsam entwässert. Wir wissen nicht warum, aber viele Pflanzenarten drohen auszusterben. Als Katalogisiererin der Expedition ist es meine Aufgabe, diese Pflanzen zu identifizieren und zu verstehen, was mit ihnen geschieht. Wenn ihr helfen wollt, bringt mir unbekannte Pflanzenteile. Wenn ihr kräuterkundig seid, könnt ihr sie direkt vom Boden pflücken. Aber auch die einheimischen Wesen des Sumpfes tragen Pflanzenteile bei sich. Ascha Feller. Gesundheit. Wir bringen dir Blümchen. Wir bringen dir Blümchen. Bringen dir Blümchen. Was machen wir mit Steckbriefen? Das ist ja weder männlich noch weiblich. Abwechselnd. Okay, dann fange ich an, ja. Anführer der Dunkelkämme. Hiermit wird von der Expedition des Szenarios ein Kopfgeld auf Araja Hagajazad, Anführer der Dunkelkämme, ausgesetzt. Gesundheit. Hagazarit wurde zuletzt von den Speeren des Szenarios südlich der Lagune gesichtet, mitten im Süden der Zangamarschen. Die Dunkelkämme werden mit einer Reihe von Angriffen auf die Expedition des Szenarios in Verbindung gebracht. Und ihr Anführer gilt als sehr gefährlich. Das Kopfgeld kann bei Aufseher Hammut eingefordert werden. Ja, da haben wir Mut, ey. Ja, haben wir Mut, ey. Ah, ja. Oh Gott, ich sehe da schon wieder irgendeinen Namen, den verhaue ich doch. Hiermit setzt die Expedition des Szenarios ein Kopfgeld auf Regis Fiasch, Anführerin der Blutschuppen-Naga, aus.
Die Naga-Zauberin wurde zuletzt am Schlangensee gesehen, im Nordwesten der Zangamarschen. Die Blutschuppen sind als extrem gefährlich einzustufen. Ihre Anführerin sollte mit äußerster Vorsicht behandelt werden. Das Kopfgeld kann bei Aufseher Hamut in der Zukunft des Szenarios eingefordert werden. Dieser Name, ey. Hamut! Hamut! Da müssen wir, glaube ich, oben noch mit dem Dude sprechen. Das ist, glaube ich, der Hamut. Wie ich jetzt erst merke, wie schnell ich eigentlich bin. Ja, ne? 30% Buff, sage ich ja. Der ist voll cool, eigentlich. Oh ja. Männlich. Aufseher Hamut. Hamut. Ein herzliches Willkommen. Während die Druiden der Expedition damit beschäftigt waren, die Pflanzen und Seen hier zu untersuchen, habe ich es zu meiner Aufgabe gemacht, mich mit den Feinden in dieser Umgebung auseinanderzusetzen. Vom ersten Moment an, als wir die Zangamarschen betreten haben, haben die Naga uns ohne Vorwarnung angegriffen. Wir haben unser Bestes getan, um sie fernzuhalten, aber unsere Mittel sind begrenzt. Ich möchte, dass ihr zu den verschiedenen Lagern der Naga in den Zangamarschen geht und ihnen zeigt, dass man sich besser nicht mit uns anlegt. Bringt mir ihre Klauen als Beweis eurer Siege. Auf bald. Aber klaro. Machen wir Hamut. Digi, das machen wir. No! Ich habe überlebt. Da ein Panzer. Ja, gut. Ja, gut. Dann hier rein. Oh, männlich. Oh, wer ist das denn? Lithyn-Mondfeuer. Aus dem Gleichgewicht geraten. Habt ihr die Umgebung genau betrachtet? Pommes Rudi. Es ist eine dahinsiechende Landschaft, die verzweifelt versucht, ihr Gleichgewicht zu halten und den Kampf verliert. Wenn man weiß, worauf man achten muss, kann man die Symptome deutlich erkennen. Einige Vertreter bestimmter Gattung überholen ihre Artgenossen, was das Wachstum angeht, bereits und werden aggressiv. Ein gutes Beispiel für sein unkontrolliertes Wachstum ist der Marschenläufer, Sumpfschläger. Wenn ihr ihn selbst sehen wollt, müsst ihr nur zu den Wasserwegen südlich der Zuflucht gehen. Aber haltet euch bereit, euch zu verteidigen. Diese Kreatur kennt kein Erbarmen. Ach ja. Wir zeigen ihnen mal noch, was ein richtiger Sumpfschläger ist. Die Alte hat hier so viele Quests. Die hat richtig eine tolle Text, ja. Alter. Wir kamen in die Schermwelt mit der Erwartung, hier kleine Ansammlungen von Lehm zu finden. Doch was wir hier in den Zangemarschen entdeckt haben, ist eine üppige Landschaft mit einem gedeihenden Ökosystem. Unsere ursprüngliche Einschätzung der Gegend war dennoch trügerisch. Die Wasserstände der Seen und Marschen sind seit unserer ersten Messung stetig gesunken. Das könnte verheerende Auswirkungen auf die Flora und Fauna der Gegend haben. Geht zum Umbrafeensee südwestlich von hier und seht euch nach möglichen Gründen für das Sinken des Wasserspiegels um. Die verlorene Expedition, ja. Da ist so einiges verloren, glaube ich. Die Sümpfe sind wunderschön, findet ihr nicht? Abgesehen natürlich von den Nagern, die das Wasser abpumpen. Ich habe eine kleine Expedition zum Echsenkessel geschickt. Sie sollte die Nager beobachten. Aber bis jetzt ist niemand zurückgekehrt. Ich mache mir Sorgen um sie. Würdet ihr euch zu den Sklavenunterkünften unterhalb des Schlangensees begeben und nach Behüterin Yang suchen? Sturm auf die Dampfkammer. Das sind doch alles hier diese Inni-Dinger, ne? Das sind die Innis, ja. Okay. Bisher ist es uns nicht gelungen, die Naga in der Dampfkammer, wo sich ihre Pumpenzentrale befindet, aufzuhalten. Zum Glück versucht die Expedition, die ich ausgesandt habe, das zu ändern. Würdet ihr euch in die Dampfkammer begeben und Behüterin Yang eure Hilfe anbieten? Die Göttin schützt. Das ging ja noch. Na, aber Sichi. wie sprichst du die aus? Isel Windsänger. Frau Windsänger, okay? Isel würde ich so aussprechen, tatsächlich. Ob es richtig ist, weiß ich aber nicht. Seht euch Ilse. Um. Ilse Windsänger. Ilse. Ja. So, jetzt muss ich an eine ehemalige Gartennachbarin denken. Ganz toll. Hast du super gemacht.
wenn sie auch im Wind gesungen hat. Nee, ich glaube, das hat sie tatsächlich nicht. Toll. Ich glaube, das waren erstmal alle, die wir hier haben. Wollen wir die erstmal machen? Jupp. Ich bin hier gerade noch am... Achso, Inventar lernen, ja. Inventar lernen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. 34. Dann setze ich das doch gegen den hier. So, hier habe ich doch bestimmt... Okay, nee. Du kannst einfach weg. Hals. Trage ich den um Hals? Da. Okay, das brauche ich eigentlich auch nicht. Also. Das kann ich. Die Göttin schütze euch. Achso, habe ich jetzt repariert? Ja, stimmt. Der Titanenpanzer hat ja geschrieben. Wir könnten eigentlich auch die drüben noch annehmen. Die überschneiden sich, die Quest von den Gebieten. Ich erleuchte euren Weg. Können wir mehrere auf einmal machen. Also ja, wo wir da hinten waren? Ja, genau. Ah ja, können wir machen. Fliegst du? Auf zu den Trollen, Mann! Oh je. Das kann ja heiter werden. Ja, musst du versuchen, drauf. So einen jamaikanischen Akzent zu sprechen. Vergiss es. Die Voodoo-Sprache so. Vergiss es. Richtig lecker Mojo, Mann. Mojo? Hilfe. Mutter. Ah, guck mal, da haben wir noch so eine Magascha. Wie geht's? Oh je. Yeah. Mode kann man nicht erklären. Nee, kann man wirklich nicht. Magascha kichert still in sich hinein. Ich wette, wenn sie wüssten, dass sie Insektenteile anhaben, wäre der Trend schnell vorbei. Zuerst haben wir angefangen, die Insekten in der Umgebung zu töten, weil sie bei den Bauarbeiten im Weg waren. Eines Tages kam ein geschäftstüchtiger Händler hierher. Blieb über Nacht und plötzlich fing er an, alle Insektenflügel, die er bekommen konnte, aufzukaufen. Sagte er mache Kleidung daraus. Ich bleibe lieber bei meiner Rüstung, danke. Aber wenn ihr die Flügel der Glühwürmchenarten in der Umgebung sammelt, kaufe ich sie euch gerne ab. Alles klar. Keine Pilze mehr. Das lässt tief blicken. Pilzsuppe, Pilzeintopf, Pilzsoße. Pilze. Was anderes bekommt man hier nicht zu essen. Wenn man sagt, dass man Hunger hat, drückt der Koch einem eine Axt in die Hand und sagt, schlag dir dein Abendessen selbst. Nun, ich habe Pilze satt. Ich habe Fische in den Seen hier gesehen. Klar, sie sehen aus, als würden sie sich wehren. Aber sie müssen einfach besser schmecken als Pilze. Wie viel würde es mich kosten, euch zu beauftragen, mir mein erstes anständiges Abendessen seit Wochen zu bringen? Haltet euch vom Voodoo fern. Haltet euch vom Voodoo fern. Nein, danke. Was habe ich eigentlich für einen Scheißhelm? Voodoo. Dieser Helm geht gar nicht. Eine Kappe. Aber hier, Ravij. Ravioli. Ravij. Ravioli. Manchmal wüchtige ich mal. Dinjai hätte uns einen Schamanen mitgeschickt oder uns wenigstens ein Totem gegeben. Um die Marschfangreißer fernzuhalten. Es wimmelt hier nur so von diesem Ungeziefer. Das ist doch nicht gerecht. Sollte nicht irgendwas diese widerliche Käfer aufhalten, auffressen? Wir haben alle schon abwechselnd Kammerjäger gespielt. Ihr seid genau zur richtigen Zeit gekommen. Pommes Rudi, Glückwunsch! Und jetzt geht los und wischt ein paar Marschfänger auf. Später. Pommes Rudi. Das ist der geilste Name. Er hätte auch noch was. Ach, so ein Kerl. Und zum Wert sogar zwei. Wie geht's denn? Drei. Durch, Mann? Bei mir. Bei mir hat er drei. Echt? Was hat der denn noch? Bericht an die Schattenjäger, Dinjai, dicke Hydra-Suppen, Nachricht aus den Zangermarschen. Das dritte habe ich gar nicht.
Ich lese mal die oberen zwei. Ja. Bericht an Schattenjäger. Schattenjäger Denjai erwartet sicher einen Bericht über meine Fortschritte bei der Errichtung unseres Außenpostens. Ich habe eine Zusammenfassung unserer bisherigen Errungenschaften vorbereitet. Aber seit wir Speer Jobe verloren haben, kann ich keinen Boten entbehren, um den Bericht zu Denjais Posten Zebrajin im Westen zu bringen. Wenn ihr in die Richtung geht, könnt ihr ihm den Bericht vielleicht von mir geben? Schattenjäger Denjai kann auf den ersten Blick etwas einschüchternd wirken, aber wenn ihr euch an ihn gewöhnt habt, ist er kein übler Kerl. Na, mal gucken. Gehütere Schuppe. Schuppe! Es war sehr klug von Ravioli. Von der Ravioli Lederrüstung mitzubringen. Der Sumpf wird meine Panzerrüstung innerhalb von kurzer Zeit wertlos machen. Ich habe schon so weit, ich konnte nach und nach alle Schuppen ausgetauscht. Die Hydras in den Marschen haben dicke, schützende Schuppen, die der Feuchtigkeit ihrer Heimat optimal standhalten. Geeignete Schuppen zu finden ist allerdings ziemlich langweilig. Oftmals sind sie kaputt, zu abgenutzt oder zu dünn, um als Rüstung zu verwenden. Bringt mir ein paar geeignete Schuppen von den Hydras in den größeren Seen. Alles klar, Sorai. Guck mal, hab ich die anderen vielleicht schon angenommen irgendwo? Ich weiß nicht. Ansonsten kann ich sie lesen oder. Heißt die denn Nachricht aus den Zangamarschen? Eventuell hat die Tannenpanzer geschrieben. Also, vielleicht hat sie geschrieben, ich kann die dreimal teilen, vielleicht kriegst du sie dann. Ja, versuch mal. Ansonsten kann ich sie lesen. Ach, ich hab die schon. Okay. Ja, dann muss die ja hier irgendwo in meinem Questlog sein. Pflanzen aus der Zangamarsch? Nachricht aus dem Zangamarsch. Ansonsten, wie gesagt, kann ich sie auch lesen. Die ist bei Wälder von Terrokar mit drin, ja. Okay. Machen wir. Schattenjäger Denjai ist nicht der Einzige, der auf einen Bericht von mir wartet. Mokasa in der Steinbrecherfeste in Terrokar brennt darauf, von unseren Fortschritten zu hören. Besonders seit die meisten Boten hier auf ihren Reisen vorbeikommen. Sie hat mich gebeten, ihr Bescheid zu geben, sobald der Sumpfrattenposten fertig ist. Wenn ihr nichts dagegen habt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr ihr die Nachricht überbringen könntet. Wir haben zwar soweit schon alles aufgebaut, aber es gibt noch viel zu tun. Um zur Steinbrecherfeste zu gelangen, müsst ihr die Straße nach Süden in Richtung Zangamarschen folgen und euch durch die Wälder von Terrokar an Tuburim vorbeigeben. Mögen die Geister mit Yay. Euch sein. Oh, Sondra steht neben uns. Sondra. Sieht aber auch geil aus. Sondra. Die Sondra. Das ist schon dunkel düster. Das sind die Nightborn. Hab ich nicht. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles, oder? Sollte. Ja. Kommt und holt den Voodoo. Nein, danke. Pass auf den Voodoo auf, Mann. Ja, ich würde jetzt quasi Richtung Süden alles einmal abknuspern und dann gehen wir zurück und geben ab, oder? Knusper, knusper, Knäuschen. Ja, knusper, knusper, Knäuschen. Knusper, knusper, Knasa. Der Zuflucht irgendwo ein Stellmeister? Wie war das? Irgendwo hier vorne, weil. Also sonst ist auch erstmal nicht schlimm, ich kann mir auch später meine Viecher farmen. Wir machen einfach mal. Also gibt's schon genug, was wir kloppen können. Ja, nur, ne, deswegen mein. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich habe. Doch einen Begleiter kann ich, glaube ich, rufen. Noch. Begleiter? Achso, wegen Pets sammeln. Mhm. Ich suche gerade. Da musst du ja nur sagen, was für ein Vieh du haben willst, nicht, dass ich das dann kaputt haue. Ja, das sag ich dann noch schon. Ich muss erstmal gucken. Wo? Hier in der Schaft.
Hier ist irgendwas. Leiter rufen. Ah ja, zwei Plätze habe ich frei. Trotz, dass ich das eine da habe. Begleiter freigeben. Tschüss, tschüss. Schön mit Öl. Wenn ich mal zwischenzeitlich alleine abhaue, dann wundert euch nicht, dann suche ich nach meinen Viechern. Ach so, ja. Wo ist das sicherste? Da ist sie. Nummer uno. Hallo. Hallo, meine Kleine. Ich glaube, ein Frosches kommt. Ja, ein Frosches kommt. Oh yeah. Gibt's da wieder einen Snackteller? Hauptspeise. Hauptspeise, ja. Alter, wieso ich das... Achso. Alter. Das probiere ich jetzt aber nicht alles durch. Oh Gott. Wieder rüber. Eieieiei. Wie soll das denn aufkriegen? Geil. Die Mozzarella-Sticks sind doch nicht mehr Pepperoni, sondern der Pip. Ja. Okay. Nur so ein langes Teil. Ja, ne? Und es wabert. Ach, wie schmeckt's? Geil. Probiere ich mich dann langsam durch. Ach, die! Zwei von probiert sind ganz lecker. Wie die von Meckes. Von Chicken Meckes. Nuggets? Gar nicht cool. Da probiere ich mich die Nacht durch. Wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich morgen noch liegen, weil ich das morgen. Sagen, das hält sich ja ein bisschen, weil ich das morgen dann kalt essen kann. Dann bräuchte ich. Ich nicht kochen. Ja. Ja, also ich werde mich wahrscheinlich das hier durcharbeiten und das wahrscheinlich dann morgen im Laufe. Das ist auch Käse. Die gehen sogar, die kann ich sogar wunderbar kalt essen. Gute, gute Sache. Selbst die Mozzarella-Sticks, aber die würde ich natürlich morgen nicht mehr essen. Die würde ich dann halt über Nacht. Ja. Ja, guten. Danke, mein Schatz. Gehst du direkt schlafen? Ja. Okay. Und du? ich habe noch ein paar Stunden. Ach, dufte bis zum Ende mit? Dufte macht, wenn alles klappt, bis zum Ende mit, ja. Geiler Typ. Na, zieh durch. Geiler Typ. Ja. Gut, ne? Naja, der war ja auch zwei Stunden später. Ja, aber das war ja gar nicht so verkehrt. Ich habe ja ein Tutorial gemacht. Ja. Aber ansonsten zieht er jetzt bis zum Ende durch. Ja, geil. Dann euch viel Spaß. Ich brauche ja jemanden, der mich wachhält. Ja, ihr seid so schön einschläfernd, ihr laubt nebenbei weiter ins Bett lege. Ja, ne? Dann kann ich wunderbar überschlafen. Gut. Das freut mich. Sind also in ein, zwei Gesangseinlagen dabei. Oh, Schubidu. Ja, das wird lustig. Ich hoffe, du wirst nicht wach. Nee. Ich wecke dich dann, wenn ich auch Feierabend mache. Nee. Gut, dann wecke ich dich nicht. Nee. Dann musst du zusammen wieder aufstehst. Ja, dann weck mich mal, wenn du so ein Schläger. Ich bring morgen das Leihwagen-Wegelchen wieder zu. Dann ziehen wir mal zu Aidara rüber. Dann kannst du den auch mal hinten. Poland. My little Poland. Oder du machst den hier kalt, dann können wir dann nicht rüberziehen. Geht natürlich auch. Was machst du da? Ich fass die. Bricht dir nicht das? Die Hüfte. Das Hüfte vor allem. Hey, bleib da, brich dir nicht das Hüfte, ey. Was geht? ich geh jetzt ins Bett, ey. Hab ich nicht ein langes Teil? Hey, geh Bett, nicht in das. Ich geh Bett. Hab ich nicht ein langes Teil? Ja, geil. Mit einem sexy Schweif. Und einer formidablen Spitze. Formidable.
Irgendwie da, wo das Busch ist. So. Eine gute Nacht. Dann schlafst du. Ich auch. Bis morgen früh. Bis morgen früh. Dafür sorgt Frisches, wollte ich gerade sagen, Dufte. Halt mir den Frisches wach, den Dufte wach? Ich halte dir den Dufte wach, ja. Jo. Er soll anständig. Nee, wir sollen anständig. Vorher wird noch was gesungen. Das stimmt. Oh Mann. Ach, wegen. Es wird doch was gesungen. Hey? Etwas. Was singt er? Ab 22 Uhr. Muss doch was gesungen werden. Boah, leider! Nein. Ich hab einen Bus. Und meine Busmama. Achso. Deine Busmama. Meine Busmama. Ich hab einen Ring. Ich geh in den Bus. Denn meine Frau, die heißt nicht Laila. Nee. Sie wird jedes Jahr nur breiter. Guck die mal an. Aber das finden wir ja geiler. Aber das finden wir ja geiler, sagt er gerade. Oh. Oh ja. Was? Auf Knochen kamen nur Hunde. Oh Mann. Jetzt habe ich ein Hoch auf unseren Busfahrer die ganze Zeit. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, 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 ein Hoch auf unseren Busfahrer. Er fährt so gut. Schlafe, Mensch. Ja, ich auch. Und danke fürs Essen. Ja, gehst du ins Bett? Ja, ich geh ins Bett, du Arsch. Ich werde wunderbar schlafen. Leck mich. Geh jetzt. Ja, bis dann. Unmöglich. So ein freches Frisches. Fresh. Ja, deswegen heißt es ja Frisches. Hier stimmt. Gucken, hier hinten müsste es langsam auch respawned sein. Kann ja da auch mal was wegknoppen. Ja, ich wollte eigentlich. Mein Plan war es eigentlich. Ne? Und so. Das war mein Plan. Lurk-Plan? Den Glimmstecher hier noch einmal zu Dings. Achso, den. Ja, ja, die Motten hier. Ja, ja, nicht zu töten, sondern zu. Achso, so meinst du ja haben, ja. Dann brauche ich den nicht. Ja, dann brauche ich erstmal. Muss den erstmal hier wegdingseln. Ja, die sind cool. Nee, ich glaube, der. Geht das nicht? Nee, grad. Also es würde gehen, aber irgendwas bricht es halt immer ab. Ja, ich glaube vielleicht, weil der Infight ist mit uns oder so. Oder mit mir. Kommt da der hier dran? Ja. So. Das bin ich glücklich. Mehr Platz habe ich jetzt auch nicht, dafür brauche ich jetzt Stallmeister. Ja, aber du hast jetzt schon mal einen richtig coolen Stecher im Stall. Ich habe sogar zwei, die Wäldchen. Ja, stimmt. Ich habe einmal den hier und ich habe einmal diese komische Hydra da. Ja, die kann man auch zählen? Ja. Die mit den drei Köpfen. Wusste ich ja nicht. Doch. Ja, habe ich schon. Auf dem anderen. Irgendwas anderes? Ich glaube, es war ein. Ich weiß, du meinst auch diese Aale. Könnte man, glaube ich, auch. Achso, die Netherrochen meinst du? Ich glaube, ja. Die komischen Viecher da. Genau. Oder meinst du diese Sporensegler hier vorne? Nee, ich glaube, es waren die Viecher, die besser waren. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas konnte man auf jeden Fall noch. Ich meine, die hier kann man. Die anderen kann man, glaube ich, auch noch. Ja, die anderen gehen auf jeden Fall auch. Weil ich hatte hier, glaube ich, fast alles. Auf dem anderen. Hier jetzt natürlich nicht. Gesundheitsfotos.
Was muss man hier noch eigentlich als Boxen? Hydras müssen wir boxen, dann diese komischen. Hier die Stechmücken. Hm? Die Hydras sind am Wasser, hier beim See. Der war hart. Oh. Der war hart. Ich hab eine Insel entdeckt. Oh, mit zwei Bergen. Ja, da ist diese komische Hydra. Kann man auch zähmen. Die habe ich mir gerade kurz davor geholt.